Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, RWE, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten und dem Einrichtungshaus Niggemeier. Niedriger Pegelstand am Oberlauf der Heder, trockengefallene Quellen, Verlandung des mittleren Teiches im Upsprunger Heder Quellgebiet. All das erfolgte im Verlaufe der Trockenperiode, die sich vom Hochsommer bis fast in den Spätherbst hinein erstreckte. Trotz alledem hatten diese Schwäne auf der Heder immer noch die viel zitierte Handbreit Wasser unter dem Kiel, oder besser gesagt unter ihren Ruderfüßen. Während jedoch in der Trockenperiode so manche Teiche und Tümpel mit Wasserknappheit zu kämpfen hatten, gab es für die eine oder andere Baustelle ein zu viel an Wasser, an Grundwasser. Der hier im Bereich der Selzerstraße recht hohe Grundwasserstand machte zu Beginn und im Verlaufe der Schacht- und Kellerarbeiten eine zeitlich begrenzte Absenkung des Grundwassers erforderlich. Wie auch in vergleichbaren Fällen wurde diese Maßnahme durch die zuständigen Stellen des Kreises Paderborn für einen festgelegten Zeitraum genehmigt. Das geförderte Grundwasser war zudem über eine 300 Meter lange Leitung zwischen Bürgerturm und Gradierwerk in den Flomengraben geführt und so in den natürlichen Wasserkreislauf wieder eingebracht worden. Nahezu mit Beginn der Grundwasserabsenkung auf der Baustelle musste Franz Baumöger deutlichen Wasserrückgang in seinen etwa 40 Meter entfernten Gartenteichen mit Fischbesatz feststellen. Da war nun schnelles Handeln angesagt. Durch tagelanges Zupumpen vom Wasser aus dem eigenen Bestand konnte Baumöger den Wasserverlust in den Teichen fast wieder ausgleichen. Was der eine zu viel hatte, hatte der andere zu wenig. Diese scheinbar gegenläufigen Sachlagen ließen die sich nicht etwa schon im Vorfeld zusammenführen, sozusagen durch ein Gentleman Agreement, oder bedarf es dazu eines staatlich bestallten Moderators? Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benslips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange und Rewe.